Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Orakel hier auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi und heute Schottland gegen Tschechien. Jawohl. Und ja, also ich denke, da gibt es ein Unentschieden, denke ich mal. 1-1, 2-2. Keine Ahnung. Eure Tipps bitte in die Kommentare, wie immer. Und heute habe ich wieder ein Plister hier für euch. Ja, da würde ich sagen, wir schnacken auch nicht lange rum. Ich hole noch gerade mal eine Pfeife hier. Da. So, wir öffnen das Pack hier, also den Blister. So, also ab dem zweiten Spieltag gibt es FIFA-Orakel. Und dritter Spieltag wird es Sticker geben. So, hier 2-2, zack, ein bisschen weiter runter. So, die Limi hier in dem Blister ist KDB. Kevin De Bruyne, jawohl, ja, sieht gut aus, okay, auf jeden Fall sehen die besser aus wie die Rares, finde ich, okay, erste Halbzeit, wir starten und los geht's, so, da bin ich gespannt, also ich sage ein 2-2, Dienstag, Deutschen gegen Frankreich. Oh yeah, oh yeah. Da bin ich mal gespannt, wie da das Orakel endet. So. Los geht's. Wir haben hier für Österreich Hinteregger. Wir haben hier für die Deutschen Gnabry. Wir haben hier für Tschechien Boril. Und damit haben wir das 1-0. Für die Tschechen. Jawohl. Und geht's weiter mit der Türkei hier. Söünçü. Dann haben wir für Ungarn Siga. Ne, Siga. Keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird. Dann haben wir hier Kroatien. Barisic. Für die Deutschen haben wir Toni Kroos als Fans-Favorite. Und dann haben wir noch für die Niederländer Virgil van Dijk. Leider ja nicht dabei bei der EM. Das ist so eine Shining-Karte. Ja, also bis jetzt 1-0 hier für die Tschechen. Nicht schlecht, Herr Specht. So, weiter geht's mit dem nächsten Booster. Upsala, ich habe eine Karte weggeschmissen. Ich wollte eigentlich das hier wegschmeißen. So, Karte nochmal holen. So. Haben wir jetzt alles? Ich denke schon. Wir haben hier für Slowenien Mack. Robert Mack. Haben wir für die Schweiz Shaqiri. Für Italien haben wir hier Barella. Dann haben wir hier für Österreich Arnautovic, hat ja getroffen. Dann haben wir hier Skriniar für die Slowakei. Dann haben wir hier für Spanien Jesús Navas als Fans Favorite. Und die vorletzte Karte ist hier für die Schweden Isak und Berg als Maestro und Prodigy Karte. Und die letzte Karte ist hier für Österreich Martin Hinteregger als Defensive Rock. Ja. Schöne Karte. Und somit war es das für die erste Halbzeit. Ja. 1-0 hier in der Halbzeit für die Tschechen. Mal gespannt, ob Schottland hier noch was in der zweiten Halbzeit bewirken kann oder nicht. Oder ob hier Tschechien nochmal drauflegt. Wir gehen in die zweite Halbzeit und los geht's. So. Ich habe ja eine Umfrage gemacht auf YouTube, ob ich die Orakels alle extra machen soll, also jedes Spiel extra, oder ob ich ein Video zu allen Spielen machen soll. Und ihr seht, es kommen alle einzeln. Wir haben hier für Russland Schunin.
muss ich überlegen. Okay, England, Mount. Haben nur 1-0 gewonnen. Dann haben wir für Polen, Klitsch. Nochmal Polen. Berezynski. Oh yeah. Kylian Mbappé für die Franzosen. Oh yeah. Auf den müssen die Deutschen aufpassen. Mal schauen. Dann haben wir für Österreich Sabitzer. Dann haben wir hier für die Ukraine Jamalenko. Haben wir leider 3 zu 2 verloren gegen die Niederlande. Ah, muss ich überlegen. Ich depp. Als Fans-Favorite hier. Und dann haben wir hier noch Finnland. Keyplayer Kamara. Okay, also somit bleibt es noch zum 1-0 für die Tschechen. Wir kommen zum letzten Booster und zum Ende des Orakels. Eieieiei. Passiert hier noch irgendwas oder bleibt es bei dem 1-0? Man weiß es nicht. Wir werden es gleich sehen. So, wir haben hier für die Ukraine Matvienko. Dann haben wir hier Finnland Arajuri. Dann haben wir hier Alaba für Österreich. Der hat eine gute Flanke gebracht. Dann haben wir für Nordmazedonien Elmas. Dann haben wir hier für die Tschechen Susec oder Susek. Das ist das 2-0 hier für die Tschechen. Jawohl, 2-0 schon. Dann kommt hier als nächstes für Russland Zobnin. Dann haben wir für die Slowakei das Trikot. Und die letzte Karte ist hier Frankreich, Kamavinga und Conte als Maestro und Brodici. Und somit war es das mit dem Orakel. Und das Orakel besagt, dass Tschechien hier 0-2 gewinnt gegen Schottland. Ja. Ja, mal schauen. Also ich finde, die Tschechen sind ja auch nicht so schlecht. Aber ich denke, es gibt einen Unentschieden. Ja, ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr meint, wie das Spiel ausgehen wird. Da würde ich sagen, bis zum nächsten Orakel. Haut rein. Ciao.